Frankfurt am Main. Das Finanz- und Dienstleistungszentrum von Weltrang gehört als Mittelpunkt der dynamischen Wirtschaftsregion Frankfurt-Rhein-Main zu den führenden europäischen Unternehmensstandorten. Die Konzentration von zukunftsorientierten Branchen und deren Internationalität geben der Stadt eine Spitzenstellung im europäischen Vergleich. Kein Wunder, dass die Clean Zone als Fachmesse und Kongress der Rheinraumbranche genau hier ihren dritten Geburtstag feiert. Ja, super. Erster Tag war sehr international. Ja. War sehr zufrieden. Der Kongress ist sehr gut angekommen mit den Basic Sessions. Ja. Und es gibt kaum Messen oder Veranstaltungen, die diese gesamte Branche, dieses gesamte Thema in sich so kompakt vereint. Und da ist die Clean Zone eine ideale Plattform dafür, um genau diese Technologien in die Breite zu bringen. Die Fachpresse ist begeistert. Und immer mehr wird klar, dass sich die Clean Zone im dynamisch wachsenden Feld der Rheinraumtechnologie am Main etabliert hat. Zu schätzen wissen das auch namenhafte Besucher wie Airbus Defence and Space, BASF, Carl Zeiss, Procter & Gamble, Siemens, Merck, DuPont, Sanofi, Roche und viele mehr. Das Motto heißt Different People, Different Technologies. Jahr steigt neben der Messeausstellungsfläche auch die internationale Qualität. Zu den Top-Besucherländern 2014 gehörten neben Deutschland die Schweiz, Österreich, die Vereinigten Staaten sowie Kroatien und Großbritannien. Aber auch aus Regionen wie dem Nahen Osten, Asien und Südamerika reisten Teilnehmer wiederholt zur Fachmesse nach Frankfurt. Donc j'ai vraiment apprécié à la fois l'accueil, la logistique. De Paris, il faut dire qu'on est quand même à moins de 4 heures de TGV, ou d'ICE, excusez-moi. Donc très bon salon, très, très satisfait des contacts et puis des opportunités développées. Very informative and I got to see everybody, all the major players in the industry. It was a great experience. We had some good contacts and now when we are going home this afternoon, then it's the next job is to answer all the questions which we got. Resonanz sehr gut, yeah. Passt, gute Kundenkontakt gehabt, okay. Zufrieden. I hope I can find something new, okay. For our market. Yeah. Sehr positiv, Eindruck, sauber, schöne, gute Messe. Interessant. Yeah. Interessant. I already got some good conversation, so. Okay. Thank you very much. Die Besucher kamen aus allen Anwendungsfeldern, von der Mikrotechnologie bis zu den Life Sciences. Der Cleanroom-Markt wächst und vernetzt sich immer mehr. Die Progression der großen und kleinen Industrien, die Rheinraumtechnologien anwenden, sieht sehr gut aus. Experten gehen davon aus, dass die branchenübergreifende Produktion unter reinen Bedingungen zunehmen und zu einem Flächenwachstum um 25% bis 2017 führen wird. Der Zukunftswind Rheinraumbranche ist allgegenwärtig, was sich auch in der Produktvielfalt der Aussteller auf der Clean Zone widerspiegelt. Sehr viel Auswahl, viele verschiedene Bereiche und einige, die wir auch schon kennen aus unserem Bereich. Wir haben selber einen relativ großen Rheinraum und sind dann natürlich immer auf der Suche nach irgendwelchen neuen Technologien, die wir bei uns einsetzen können, um die kleinen Problemchen, die doch immer noch vorhanden sind, wegzubekommen. Und da freuen wir uns, wenn wir uns hier Inspiration holen können. Die Hersteller präsentierten innovative Lösungen, mit denen sich Prozesse wie Ankleiden, Partikelmessung, Reinigung, Klimatisierung und Lüftung oder auch Planung optimieren lassen. Dabei lag der Schwerpunkt in diesem Jahr auf lösungsorientierten Ansätzen rund um das Thema Energie- und Kosteneffizienz. Auch das neue Modulkonzept des Clean Zone Kongresses wurde sehr gut angenommen. Experten aus allen Teilen der Welt vermittelten Einsteigern die Grundlagen der Rheinraumtechnik und diskutierten über Neuerungen in der Branche. Morgens mehr so für die Basics, für Einsteiger, nachmittags für fortgeschrittene Advanced-Spezialisten. Und vor allen Dingen vormittags hat man gesehen, da war sehr viel Informationsbedarf gefragt und das ist gut aufgegangen. Ein Forum für den internationalen Austausch.
Wir haben eine zweite Leitmesse, definitiv. Das ist geschafft. Wir haben einen guten Zulauf, ein gutes Klientel. Wir haben vernünftige Fachvorträge, wir haben eine vernünftige Basis. Wir haben ja hier einen Versuch, mal wieder eine internationale Messe mit dem Hintergrund Rheinraumtechnologie auf deutschem Boden zu initialisieren. Und von daher würde ich mich halt freuen, wenn wir es etwas schneller vorantreiben können. Also die Highlights waren definitiv die Kongresse, also die Veranstaltung. Wir hatten selber auch einen Teilnehmer mit dabei, Erik Seiber, der einen sehr spannenden Vortrag gehalten hat. Ansonsten sind sehr interessante Gespräche. Sehr zukunftsträchtig, sehr entscheidungsträchtig und läuft der Launch auf jeden Fall in Larang langsam ab, was die Entscheidungsträger innerhalb der Messe angeht. Neben Messe, Kongress und Podiumsdiskussionen fand in diesem Jahr wieder die Verleihung des Internationalen Innovationspreises der Rheinraumakademie Leipzig statt. Der mit 3.000 Euro dotierte Preis ging an die Firma Initial Textil Service. Mit ihrem Rheinraumanzug Clean Vision überzeugte sie die Jury. Der komfortable Anzug minimiert nachweislich das Kontaminationsrisiko und lässt sich ungewohnt schnell anziehen. Im nächsten Jahr geht der Preis erneut an ein Unternehmen, dessen innovatives Projekt die Fachpresse aufmerksam werden lässt. Die nächste Clean Zone findet vom 27. bis 28. Oktober 2015 statt. Wie gewohnt auf dem Frankfurter Messegelände. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.cleanzone.messefrankfurt.com.